Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen State of Decay 2 mit der Mathilde. Genau, bist du schon bei mir? Ich bin gerade reingekommen. Fantastisch. Krankenhaus habe ich markiert oder dieses Gebäude, was wir jetzt einnehmen wollen. Die verlassene Klinik. Ich hole mir nur eine andere Waffe. Ich will mit einer Klingenwaffe unterwegs sein, weil ich mich darauf jetzt spezialisiere mit dieser Person. Aha. Ich bin überhaupt erstmal froh, Waffen zu haben. Okay. Dann komme ich mal. Es scheint sogar mal die Sonne. Ich habe dich nicht verstanden, was? Es scheint sogar mal die Sonne. Ja. Dann folge ich dir einfach mal. Ganz unauffällig. Gut. Ich habe in der Nacht noch mal ein, zwei Häuser in der Nachbarschaft auseinandergenommen, aber nichts Besonderes. Na gut. Mit Phoebe. Phoebe? Ja, mit Phoebe. Bin ich einfach losgerannt, ohne zu merken, dass sie ja nichts hat. Ups. Außer ihren Schraubendreher. Da vorne steht ein Auto. Könnte das fahrbar sein? Wäre cool. Warte mal, wo ist das Krankenhaus überhaupt? Ach, wir sind direkt dahinter. Ja, ja, ich guck mir mal dieses Autochen da an, weil wenn das sieht so aus, als ob wir damit fahren könnten, weil dann können wir da natürlich auch Zeug drin laden. Echt? Ja. Wir können den Kofferraum öffnen und da können wir Sachen reinpacken. 6 Stück, um genau zu sein. Cool, ich sehe gerade da nämlich ein Benzin, oder generell so ein Anhänger. Ja. Der hat nicht mehr allzu viel Benzin. Schicken wir mal den Anhänger. Vielleicht finden wir da ja etwas Benzin. Ja, das ist ein komischer Waggon da. Genau. Da ist auch schon Benzinkanister auf der linken Seite. Das ist gut. Aber die 3 Zombies habe ich grob gesichtet. Ja, ich sehe einen. Also 3 in einer Linie. Einen kann ich von hinten schnappen und den anderen müssen wir so killen. Warte, wenn du ein bisschen wartest, dann nehme ich den rechts davon. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Bin bereit. Mission Zugriff. Oh, hab mich verklickt. Zugriff versaut. Ja. Wo ist der dritte? Hat sich in Luft aus... Ah, da, der wandert woanders hin. We might wanna set up an outpost here. Alter, hier gibt's ja ganz schön viel Kanister. Hab mich gesehen. Ist trotzdem tot. Time to shop till we drop. Da kann man den Wagen ja mit Benzin schon mal vollladen, ne? Das ist super. Meh. War leer? Nö. Aber deine Charaktere hat gerade so meh gemacht. Ja, so naja. Keine Ahnung. Ach so. Weiß auch nicht, was die für ein Problem hat. I know someone who'd love this. Oh, einen großen. 10 Pfund drin, Benzinressourcen. Nicht schlecht. Ich kümmere mich nochmal um den einen Zombie, der hier rumrollt. Gut, ich kann leider nichts mehr durchsuchen. Aber das bringe ich schon mal zum Auto. Beziehungsweise ich tanke erstmal das Auto. Mach das. Kann ich das zeitgleich auch beladen? Stimmt, ich betanke es ja und belade es nicht. Ist denn der Tank? Auto. Wie kann ich denn das beladen? Nein, indem du dich an den Kofferraum stellst, nicht nach zurückfahren. Du stellst dich einfach an den Kofferraum. Wie komme ich hier wieder raus? Auf E. Ah. Natürlich auf E. Oh, guck mal. Haha. Hier ist der Tank. Ich möchte dich betanken. Na, das ist das gar nicht. Doch. Dann gucke ich mir schon mal das Gebäude an. Mach das. Ich glaube, hier waren wir ja auch mal. Bloß. Ja, ja. Haben es noch nicht annektiert, quasi. So, damit ist der Truck jetzt auch voll. Ort ist nicht sicher. Schleicht ihn hier noch rum. Ich gucke mal.
Ah, oh, hier ist wer. Oh, das ist noch einer. Hier ist auch noch ein Fetter. Und eintreten. Ein Fetter mit roten Augen. Kenne ich jetzt mit Kämpfen einen aufgestiegen? A few of them are still about. So, jetzt safe. Jetzt müssten wir es annektieren können. Genau, Außenposten beanspruchen. So, was kriege ich denn davon? Stellt bereit, Medikamentenvorrat ein pro Tag, Charakterwechsel in Außenposten, schließt Wache im Außenposten, Schutzzone im Außenposten, okay. Of course it's locked. Beanspruchen. Hey folks, the outpost is up and running. Gut. Too loud. Läuft denn hier einer von meinen Leuten alleine rum, oder? Kann passieren, dass die dann ab und zu hierher kommen. Ja, dann haben wir das. Beansprucht. Sehr schön. Wir können uns das Gartencenter, das da direkt auch war, mal anschauen. Gartenbedarf, ja. Ja. Oh, hinter uns. Ja, komm mal hier. Ja, wir haben uns beide gerade nicht getroffen. Er hat zu früh geschlagen, ich auch. Hier ist auf jeden Fall schon mal gelbes Zeug, das ich nicht öffnen kann. Gelbes Zeug? Ja. Drei Sachen, um genau zu sein. Dreimal gelbes Zeug. Mhm. Hallo, gelbes Zeug. Da. Eigentlich kann man hier noch ganz viel verwerten. Oh, Leinwand. Okay, wenn jemand malen will. Dicken Sack auf dem Rücken. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Can't find anything. Hier ist nichts drin. Oh, eine Pistole, passende Munition. Hier sind auch wieder nur gelbe Container. Kelly, du kriegst gleich die Pistole. Das war's hier. Hier links im Raum waren wir ja, ne? Oh. Ich hab's nicht umgeparkt, hinten wahrscheinlich noch. Ich such mal das Auto und hol's hierher. Ja. Ah, hier ist noch ein Essenssack, den ich nicht tragen kann. Ich gleich tragen. Nee, das ist hier der so ein Essens Restaurant hier. Ich wollte schon Essensgebäude sagen. Ja, klingt auf jeden Fall leise, das Fahrzeug. Kann ich vielleicht den da einladen? Nee, der ist schon voll. Achso, dann. Wenn du einen Sack hast, kannst du gern. Ja, warte. Da. Ein Sack für dich. Und wo ist meiner? So. Dann. Also, ich habe noch 6 Slots frei. Ich habe 2. Und irgendwo ist ein Infektionsherd aufgetaucht. Ja, im Eckladen. Können wir die Straße runterfahren. Ja, sehe ich auch so. Mach mal Platz und dann gucken wir weiter. Dann hüpf mal rein. Ah gut, dass wir so eine gute Stoßstange vorne weg haben. Dann können wir ja gut Zombies überfahren. So? Ja, genau so. Hast du gesehen, wie der Kopf geflogen ist? Ja. Warte mal. Wir machen mal folgende Taktik. Ach, sie kommt von alleine schon. Oh. Ah.
steig mal lieber auf. Keine gute Idee, keine gute Idee. Jetzt reicht's hier lang. Okay, keep this up. Ah, C ausweichen, was für eine Scheiße. Jetzt häng ich in der Kacke. Ich bin tot. Nee, doch nicht. Hey, Kelly, kill! Alter, halt die Fresse da. Jetzt bin ich aber gleich hin. Lass abhauen. Oh, von hinten! Boah, jetzt habe ich ihn gekillt. Alter. Hinter dir! Oh, verbinden ist eine hervorragende Idee. So hat man den Scheiß. Oh, Alter. Das ist halt richtig gut hoch. Ich war auch fast tot. Und das ist meine Anführerin. Oh, danke. Bitte? So, die Munition gleich geladen. Better make these shots count. Oh, letztes Magazin. Alter Schwede. Hoffentlich lohnt es sich, was es hier gibt. Ja, erstmal, ich glaube, wenn die Infektionskerne kaputt sind, stand ja vorhin da, dann steigt die Moral auf jeden Fall. Ja. Deiner Mitbewohner. Das ist auch schon mal gut. Oh, ich habe ja besser einen Rucksack gefunden. Sorry, can't carry that. Oh, ich bin voll. Ja, schmeiß mir was auf den Boden. Warte. Hier. Oh, falsch. Zack. Und zack. Hast du noch einen Platz frei? Ich hab noch drei frei. Drei. Kriegst du eine Sache. Zack. So. Weil hier. Ah, wo ist meine Maus? Da. Hier in der Ecke ist noch ein Schrank für dich. Kühlschrank. Wo ich gerade war. Ich habe hier noch zwei Sachen aufblinken. Okay. Ein Energy-Drink. Tja, kann ich nicht mitnehmen. Jetzt bin ich aber auch voll. Den Sack hattest du ja schon, ne? Auf dem Rücken? Yep. Okay. Baumaterial. Ja. I don't think we're going to find anything else here. Ich bin auch voll. Ein Sack Medikamente ist hinten noch drin. Ich würde sagen, hauen wir ab. Jo, und das Schöne ist, wir müssen nur die Straße runterfahren. Markier mir trotzdem mal die Heimatbasis. God help me if I find the asshole who fucked that up. I don't know what I did to deserve this kind of treatment. Hey! Sorry, ich dachte, du wärst schon drin. Nee, hab ich gesagt, ich bin drin? Bin drin! Überfährst du die arme Kelly? Ich wollte sie vorhin mit einer Axt erschaffen. Das war aus Versehen! Das war im letzten Video, nicht vorhin. Oh! Der war nicht gut. Fahr weiter. Was ist das? Säure, das ist ein Seuchenzombie gewesen. So, halt an. Ich muss raus. Boah. Du hast es fast getötet. Alter, ist der krass. Seuchenzombies nicht überfahren. Es gibt es solchen. Kann ich einen Helm haben? Nee. Boah. Toll, jetzt hat sie kein Verbandsmaterial mehr, die Dame hier. Ja, ich auch nicht. Müssen wir herstellen Verbandsmaterial? Können wir, ja? Ja klar, in der Straße.
Da müssen wir wieder solchen Punkte für ausgeben. Ah, bevor du gleich hier von hinten angreifst, kill ich dich. Ah, die ist jetzt zweimal verwundet, also weniger Ausdauer verloren. Und mich gekratzen lassen. Achso, man kann auch die Gegner auf Abstand treten, ist auch praktisch. Toll. Also Kelly hat es ganz schön erwischt. Ja, das war ein harter Kampf. Ja, aber hat sich doch. Do I really need to remind all of you that we're low on fuel? Alter, wir haben voll das fette Treibstoffding mitgebracht. Hör auf zu meckern. Ja, ne? Nur am Meckern hier die Leute. Können froh sein, dass sie noch leben. Oh. Was ist? Lager voll. Nee, doch nicht. Irgendwas anderes gedrückt gehabt, naja. So. Man kann die Sachen herstellen. Was braucht man dafür? Medizinische Gegenstände. So, Verband herstellen. Kostet 25 Schrauben. Schrauben sind wichtig. Und irgendwas, zwei Arznei wahrscheinlich. Und wir haben 8. Machen wir ein testweise. Ja. Da gehen 2 Medikamente für weg und man kriegt 4 Verbände im Inventar. Gut. Mache ich das auch nochmal, falls noch genügend Zeug da ist. Ja, ich habe nur 6, also krieg ich ja, glaube ich, pro Tag jetzt einen dazu, ne? Müsste. Einen Außenposten haben wir, maximal 2 können wir. So, was könnte man noch bauen? Wie lange machen wir denn jetzt schon wieder? 17. Geht okay. Noch. Okay. Hydrokultur. Hattest du noch irgendwas gebaut, was man benötigt? Achso, kann ich gar nicht bauen. Wissen über Chemie fehlt mir. Ich kann nur einen Garten anlegen. Ja, dann legen wir mal einen Garten an. Ach, hier unten geht's noch weiter. Man kann hier was Kampfstudio bauen, Schießanlage, Latrine, Verteidigung. Errichte einen Waffenturm. Hm? Ja, aber wir können nicht alles richten, weil wir nicht für alles genug Platz haben. Nee, aber man kann hier richtig viel bauen. Ich würde sagen, erstmal noch hier Lebensmittel. Wir sind doch ziemlich am Anfang. Können, denke ich mal, den ganzen Standardkram gebrauchen. 12 Minuten. So. Du bist verletzt. Ich wechsle dich jetzt. Yo, we're running dangerously low on ammo. Oh, wir brauchen Ammo. Ja, ja. What up? Birds. Begleiter anwerfen, Charakter wechseln. So. Er hat noch 8 Schuss. Ne, gar nicht. Da hat er noch was drin. Super. Achso, man kann Fähigkeiten spezialisieren auf U. Ja. Ah, er hat Kämpfen voll. Wir können jetzt spezialisieren und sagen... Schlagen. Erhöhtes Niederschlagen mit stumpfen Waffen. Gewaltiger Schlag freigeschaltet. Schwertkampf. Erhöhtes Tötungspotenzial mit Klingenwaffen. Beinfeger freigeschaltet. Brauche ich nicht mal. Schwertkampf. Oh, und er ist fröhlich. Alan Michael Bird. Zack. Spezialisieren. Zack. Ach, und dann kann man weiter aufsteigen im Schwertkampfbereich. Ich habe einen Überlebenden in Not gefunden. Wollen wir dem helfen gehen? Warte mal ganz kurz. Du hast erzählt irgendwann mal, 6 maximal Leute können wir haben, ne? Also, ich habe bei mir 6 und der ein oder andere meckert halt, dass es so furchtbar laut ist. Ja, weil umso mehr Leute du hast, umso mehr Sachen du baust, umso lauter wird's und umso mehr Zombies kommen. Ich weiß. Ja, einen Platz hätten wir noch frei. Gut, ich bin bereit. Bist du noch bereit? Und chatter mal. Ja, ja. Hinten raus. Du hast markiert, ja? Ja. Perfekto. Gehen oder fahren? Und der Arzt repariert. Wie weit ist es denn überhaupt? Ach, komm. 200 Meter. Laufen wir mal. Hattest du den Wagen auch entladen? Ja. Perfekt. Hoppi, hoppi, hoppi. Ja, wir müssen ja unsere Ausdauer ein bisschen
Oh, hier sind da ganz viele. Schreier vorne, vorne weg. Vorne rechts. Lass mal besser rechts kehrt machen. Ist glaube ich sowieso den Weg hier hoch. Ja, sieht so aus. Auf den Schreihals kann ich verzichten. Yep. Da gucken wir lieber, dass wir den irgendwann mal von hinten abknallen. Ja, ich hole ihn mir. Okay. Der ist ja in der Scheune. Right here. Ja, Hawkeye. Hawkeye. Alter, ob der eine lila Verkleidung anhat? Ob der einen Bogen hat? Ich glaube, links ist ein Seuchi. Oder? Ne, ist ein Fettsack, okay. Ich dachte hier schon wieder so ein Seuchentyp. Ich hol mir mal einen Fettsack. Ja, ich seh ihn. Den dicken. Gib mir den. Oh, dann schnapp du dir, dann geh ich zum Überleben. Überlebender Not. Sprich mit Hawkeye. Hawkeye hat einen coolen Namen. Kann ich was mit anfangen? So. Staying safe out there? Alles in Ordnung da draußen. Ja, klar. So, ich wurde von meiner Gruppe getrennt. Könntest du mir helfen, unseren Treffpunkt beim abgelegenen Haus zu kommen? Okay. Klar, helfen wir dir, Hawkeye. Freundlich gesinnter. Ah, cool. Gut. Ich würde dir trotzdem erstmal durchsuchen. Ja, klar. Hawkeye wartet, ist ein netter. Zero. Null bei dir. Nice. Pizza, also Lebensmittel. Hier geht's noch hoch. Sounds like we're alone. Auf der anderen Seite geht's auch noch. Du musst auch eine Signalantenne gefunden. Und hier noch mehr Lebensmittel. Wenn du hier hochkommst, erwartet dich gleich ein Rucksack mit Yam-Yam. Ein Rucksack mit Yam-Yam? Ja, hier gleich, zack. Na, den Behälter mit Honig nehme ich doch gerne. Und dann hast du hier oben rechts noch irgendeine Munitionskiste, die ist ganz interessant. Ja, nur Hawkeye latscht mir vor der Nase rum. Nein! Danke, Hawkeye. Das sah gerade aus, ey. Das sah cool aus. Du bist schräg gegangen. Kommst du jetzt vorbei? Ja. Toll, Hawkeye. Ich hab dich vorhin noch gelobt. Noch was hier? Hast dich Tolle verletzt? Nee. Ich glaube, es müsste jetzt alles gewesen sein, oder? Jo, hast du markiert, wo er hin will? Ja. Nee, habe ich nicht. Aber wo hast du markiert? Dann bringen wir den mal nach Hause. Bisschen hügelig, lass mal links vorbeigehen. Ich habe keinen Bock, da irgendwie runterzufallen. Ach, hier ist sehr hügelig. Jetzt geht's ja auch wieder tief runter. Also bei PUBG könnte man von hier oben einfach runterspringen, ohne Probleme. Du wolltest ja ins Gebirge. Ja, hier komme ich gut runter. Aber aufpassen auf der linken Vorsicht, Seite. Vorsicht, da sind Zombies. Ja, ich blick mich mal, mache hier Ninja-Attacke. Ah, du hast einen. Bin wieder im Ninja-Modus. Ach, der sieht dich scheiße. Kriegt der Doppelschnitzel. Hihi. Ah, vor uns zwei Stück. Drei. Links ist auch noch. Ach, einer ist sogar grün. Ah, ich versuche unten. Ach, jetzt ist scheiße. Ja, Hawkeye, du kannst gerne mithelfen. Oh, das war ja einfach. Ich hab den Eindruck, Hawkeye ist nicht die hellste Leuchte. Ja. Kann auch nur mit dem Bogen umgehen. Oh, ey, lass die mal in Blickrichtung gaffen. Ah, den können wir von hinten. Na, jetzt dreht sich um. Dumme Putter.
So. Oh, nö. Ah, hier geht's lang. Die haben einen schönen Zaun drumrum. Ja, schön groß. Aber da können die auch einfach rüberklettern, glaube ich. Yep. What the fuck? What the fuck? Vor allem die schöne Übersetzung. Oh. Oh. Hawkeye, nicht so drauf losrennen. Du rennst in deinen Tod. Ach, das ist ein Infektionsherd. Oh. Shit, und der Idiot rennt da direkt rein. Einfach so kopflos. Ja, da gibt's doch wieder einen Kreischer drin. Pass auf. Der rennt da wirklich rein. Ich renn mal auf eine andere Seite. Oh, schon wieder erwischt. Du kleine Sau. Infestation level is basically. Irgendwer heult. Ja, seine Leute sind tot. Ja, tut mir ja leid. Life sucks. Er ist traurig. Ach, Hawkeye, armer Hawkeye. Ach, du hast eine Lampe an. Ich wusste nämlich schon, wo kommen die Lichteffekte her? Ja, sprechen wir mal mit Hawkeye. Hier, deine zwischen deinen zerfetzten Kollegen. So, ich kann das einfach nicht glauben. Ich kann hier nicht mehr leben. Aber danke, dass du mich zurückgebracht hast. Mit dieser Enklave handeln oder wollen wir was Freundliches sagen? Was ist denn das Freundliche? Dein Verlust tut mir leid. Du wirst sicher einen Weg finden. Also, ja, muntere ihn mal auf. Also wenn meine Familie da abgeschlachtet liegt, du mir das sagen würdest, das ist, naja. Wie würdest du denn dann bitte reagieren, dass deine Familie da abgeschlachtet liegt und ich sage dir, hey, ich möchte mit dir handeln? Glaubst du, das kommt besser an? Nee, hast du recht. Ich weiß. Right. So, aber Leute, er kommt auch nicht zu mir, okay. Dann können wir ihn jetzt quasi ausrauben, ja? Ja. Das ist auch so ein Ding. Eigentlich sind jetzt... oder ist er weggerannt? Der ist, glaube ich, aus der Tür raus. Er kann hier nicht mehr leben, hat er doch gesagt. Oh. Aufrüsten, zack, zack. So, ich habe hier auch noch was, aber da ist so ein Futtersack drin und den kann ich leider nicht nehmen. Weil ich habe schon einen. Ja, Leichen bewaffnet? Oder sind das noch die Leichen seiner Kumpels? Das ist gut möglich. Oh, der hat sogar einen Achterrucksack. Zack. Schmeißen wir den mal raus, hier in den Sechser. Oh, ja, Munition. Krug mit Ethanol. Boah, ich bin voll. Eine kleine Pistole, Kiste mit Samen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir hätten doch mit dem Auto herkommen sollen. Jupp. Naja. Ja, ich habe zwei Pistolen gefunden. Ah ne, ja, noch zwei. Eine Klingwaffe, so eine Buschaxt, bisschen Munition und das war's. Ich habe ein Tranchiermesser, Munition, Ersatzteile, Kiste mit Samen und eine Waffe. Ja, hier kann man auch auf jeden Fall nochmal herkommen und dann Leute hinschicken. Ja, ich würde sagen, wir können zurück, oder? Jo. Ja, warte mal, was war denn da Funk? Oh, ne? Du steckst fest, wenn dein Charakter feststeckt und sich nicht mehr bewegen kann, wirst du dadurch ein Stück zurückgesetzt, um dieser Stelle zu entkommen. Was meinen die mit feststecken? Festbacken? Wahrscheinlich das, was ich vorhin hatte, dieses... Alter, das soll man fixen und nicht irgendwie so einen Kack einbauen, ey. Oh, was haben wir hier? Hilferuf. Verwende... Ach, Online-Spielersuche will ich nicht. Medizinische Beratung kostet schon 150. Kommst du? Ja, ich versuche gerade, ich guck, überleg gerade hier mal Leute suchen zu lassen, aber. Naja. Ich glaube, das machen die von alleine. Ja, du kannst sie aber noch beauftragen. Das kostet aber 35 Sterne. Oder wie die Ressource halt heißt. Einfluss. Einfluss, ja. Schräg. Steht bei dir auch schräg? Ja. Faszinierend. Schräg stehen? Ich will auch mal schräg stehen.
Nö, ich kann's nicht. Ich stehe irgendwie immer im rechten Winkel zum Boden. Da sieht das Weinen sehr lustig aus. Ja. Mein Garten ist abgeschlossen. Juhu. Ja, man muss dazu sagen, es kostet ja nur 30 Euro. Es sieht aber auf jeden Fall schon mal besser aus als der Set vor ein, zwei Jahren. Oder H1Z1, als es in der Beta war. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie H1Z1 jetzt aussieht. Keine Ahnung, ich habe das seit einem guten Jahr nicht mehr gespielt. Ne, ich glaube ein bisschen länger ist das sogar her. Wir hatten letztes Mal, hatten wir Zomboid gespielt. Wir haben vor einem Jahr mit PUBG angefangen und da haben wir das gar nicht mehr gespielt. Richtig, wir hatten zwischendurch nochmal Zomboid getestet, ob sich da was geändert hat. Aber viel hat sich ja da nicht getan. Aber ich glaube bei H1Z1, die haben ja auch alle nur diesen Battle Royale Modus dann gespielt. Ja, ja, genau. Und als dann PUBG kam, hatte sich das mit dem Battle Royale Modus auch... ja, verstärkt den Battle Royale Modus hatten sie ja mehr gemacht. Ja, ja. Und den anderen Modus hatten sie ja so ein bisschen, glaube ich, liegen lassen. Ja, da hat man eine Zeit lang gespielt, hat auch Spaß gemacht und dann haben wir alle naselang das Auto verloren. Und dann hatten wir irgendwie auch keinen Bock mehr. Und dann war das ja auch ein Multiplayer-Game, ne? Ja, ja. Genau. Also, dass man halt ein Baugebiet hatte, wo alle Leute dann überfallen konnten. Nicht wie in diesem Spiel. Hast du dich verletzt? Ich glaube nicht. Doch. Ich weiß nicht, dein Balken ist ganz schön runter. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie der davor sah. Kann auch sein, dass ich vorher schon verletzt war. Ah, toll, ich fall natürlich noch richtiger runter. Bin abgerutscht. Und ein Zombie noch von hinten, ne? Den habe ich noch gerade erwischt. Oh, fuck, ey. Ärgerlich. Mach mal die ganzen Leute kaputt. Weißt du, bei PUBG kannst du aus der zweiten Etage springen und hier kannst du nicht mal einen Huckel runterrutschen. So ist das. Hi. Hi, mich auch. Psst. Special Delivery. So, dann will ich mir mal deinen Garten anschauen. Wo ist denn dein Garten? Hinten. Nicht der Meinung. Ich sehe hier nur die Krankenstation. Ja, hier auf der anderen Seite. Hier ist doch nur ein Bauplatz. Ach geil, wird hier gar nicht angezeigt. Das ist ja faszinierend. Also Synchronisierung des Spiels läuft optimal. Also ich sehe gerade auf deinem Monitor, du hast da gar nichts und bei mir ist halt hier so, ja, Kürbis. Ja. Hier sieht das halt aus wie das so ein leerer Bauplatz. Mais. Kann ich noch weiter aussahen? Kann auch sein, dass es gerade an mir liegt, weil mein Charakter hat ja auch momentan die lustige Eigenschaft, dass ich in einem rechten Winkel zum Boden stehe, selbst wenn er schräg ist. Ja, ich glaube, es hat damit nichts zu tun. Keine Ahnung. Mod, wir können hier Strom installieren, was bringt das? Sehen wir mal was. Ja. Saatgut. Rucksack habe ich geleert. We're calling the dead with all this noise. Ah, er sieht heile aus. Der Luke ist geheilt. Juhu! Würde ich mal so behaupten. So. Oh, wandernde Zombie-Horden werden hier auch angezeigt. Stimmt, das gab es im ersten Teil auch. Warum waren die Außenposten gar nicht so uninteressant? Weil wenn die nämlich näher kamen, konnte man ins Auto einsteigen und die überfahren. Außer sind diese Seuchenviecher von vorhin drin. So ein Seuchenspucker. So. What's up? Achso, ich muss einen Anführer machen. Okay. Oh ne, Luke ist immer noch verletzt. Hey, warum wird er nicht heile? Hm. Hast du dir auch schlafen gelegt? Ja. Sicher? Ja. Okay. Bin jedes Mal zum Bett gegangen. Und dann steht er ja, okay. Kannst Charakter wechseln und wenn der Charakter infiziert ist oder verwundet ist oder müde ist, dann legt er sich selber schlafen. Okay. Jetzt ist Kelly kaputt, Bert ist kaputt, Luke ist kaputt. Aber nur alle ein bisschen kaputt. Phoebe lebt noch, aber die kann ja nichts.
Und den ja, Arzt habe ich irgendwie. Trainier die arme Frau mal. Aber die anderen haben die großen Rucksäcke. Dann nimm doch einen von den anderen, leg den großen Rucksack. Ja, ich würde jetzt gerne aber einen von, ich würde gerne Bird zum Anführer machen. Geht das? Also, du gehst einmal auf diese Anführer-Dings in der Mitte. Achso, die Gemeinschaft meinst du. Ah, hier. So, und jetzt wählst du den aus mit Leertaste oder sowas, keine Ahnung. Ah, einen Anführer wählen. Wenn ein Überlebender sein maximales Ansehen erreicht hat, kannst du ihn hier zum Anführer machen. Überlebende verdienen Ansehen, indem sie Missionen und Sachen abschließen. Ja, klar. Aber ich kann keinen auswählen, oder was? Wahrscheinlich, weil noch keiner deiner Leute das maximale Ansehen erreicht. Ja, ich guck gerade, wo man das einsehen kann, das maximale Ansehen. Also man hat Fröhlichkeit, man sieht, dass man verletzt ist. Fröhlich, fröhlich. Siehst du, ich kann mir das bei meinen gar nicht anschauen, aber ich wollte Kelly die... ist stabil. Ich wollte eigentlich hier die Kim zu meinem Anführer machen. Hm. Schön, ich sehe jemanden im Garten arbeiten, hey, auch wenn ich den Garten nicht sehe. Ja, das ist cool, aber ich sehe nichts. Hm. Also, du hast da jetzt zum Beispiel Rekrut. Da siehst du Ansehen, Rekrut. Bin ich und ich glaube, ein Rekrut kann sowieso erstmal nicht Anführer werden. Warte mal, da warte musst mal. Du schon Bürger sein. Warte mal, jetzt bin ich blind. Wo bin ich denn Rekrut? Also, du hast ganz oben Kelly stehen. Ja. Geh mal einen weiter runter. Ach, da, fuck. Oh, ey, bin ich blind. Ich glaube auch. Ja, aber hier, er ist schon Bürger und kann es trotzdem nicht. Dann ist das Ansehen wahrscheinlich noch nicht groß genug. Nee, dann... Ah ja, diese Gemeinschaft ist zu meinem Zuhause geworden. Ja, entweder das, der braucht noch mehr. Er braucht noch mehr. Okay, wir haben in 30 Sekunden einen Zombie. Super. Und die sind jetzt schon vor der Haustür. Ah, ist schon Supi. Tot. Gibt's hier eine erhöhte Position, von wo ich ballern könnte? Naja, lassen wir sie wieder kommen. Hoffentlich bleibe ich diesmal nicht im Boden stecken. Hoffentlich greifen sie von vorne an, weil die gehen alle nach hinten. Ich sehe zwei nach hinten. Anyone out there in the trading room? We've got plenty to spare. Okay, the creeps are on top of our base right now. Ah, sie kommen von der Seite und von hinten. Watch out, we saw a plague zombie. Pull together, baby. Ja, hier kommt einer. So I'm stepping out nee, for noch a few, 5 man. Sekunden. Ah, ich geh schon mal raus. So, jetzt hat er sich noch mehr verletzt. Running low on that. Yo, great work, everyone. Kann das nicht alle 7 Tage kommen, wie bei 7 Days to Die? Oh, wir sind schon... es wird langsam Zeit, doch mal Cut zu machen. Ich denke auch. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Man hat viel zu tun. Obwohl die Aufgaben so ein bisschen sich wiederholen, finde ich. Oh, ein Wanderer, Händler. Sieh nach, was Charles im Angebot hat. Okay. Aber es geht noch 28 Minuten, dann ist er weg. Da unten gibt es auch einen. Okay. Ja. Dann... war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, dann schaltet ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.